This family is mental. They are really strange. No, they are mental. They're not normal at all. In my opinion, the reason why Pelas and Melisande are in love is that they feel very comfortable with each other when they are silent. And I think this little moments between them makes a great connection. Es ist ja unopernhaft. Also es hat eine Struktur, die es so vorher nicht gegeben hat in der Geschichte der Oper. Es ist wirklich ein deutlicher Registerwechsel, dass man wirklich das Gefühl hat, es ist ein ununterbrochenes Stück Klangrede. Ja? Innerhalb dieses schönen Klangs oder dieses sehr komplexen Klangs werden auch ein paar sehr, sehr gewalttätige, geradezu brutale Geschichten erzählt. Und wir haben wahnsinnige Kontraste, die toll waren zum Arbeiten im gesamten Bühnengeschehen zwischen Stillstand und Bewegung. Also es gibt immer Sachen, wo das Stück sich quasi wie festfährt, festfrisst oder wo du das Gefühl hast, da wird mit einer anderen Tiefenschärfe drauf geguckt, wie in so Eingeweide. Und dann macht man wie in einer Fotografie irgendwie einen Weitwinkel auf und schaut plötzlich irgendwie auf drei Räume oder vier Räume gleichzeitig, die sich dann auch noch bewegen oder die Figuren sich in diesen Räumen verlaufen. Es ist ein permanenter Wechsel zwischen Innenlandschaft und Außenlandschaft. Ja, manchmal hat man das Gefühl, man ist im Kopf von jemandem oder im Traum von jemandem und dann ist es wieder sehr konkret eine Szene am Tisch, wo Leute sitzen und Suppe löffeln. Ich wollte das tatsächlich, dass das Ding einen ganz festen Boden unter die Füße kriegt, einerseits, und andererseits ein Element hinzufügen, als hätte man einmal drüber geträumt. Ja, man kann auch sagen, es ist ein bisschen, ja, es ist Hitchcock auf Droge. It's really beautiful. I mean, there is a lot of connections with old math, with poems, with paintings and so on. So I have like 10, 15, 20 references just about one scene. That's crazy. Debussy hat in einer Zeit gelebt, in der die Orchester immer größer wurden. Das Vorbild war, dass man große, laute Klänge entwickelt. Siehe Stravinsky, siehe Richard Strauss, siehe später Alban Berg. Und Debussys Ansatz war aber in dieser Zeit ein anderer. Er hat sich da ein bisschen dagegen entschieden und hat ganz, ganz gewählte Orchestergruppen eingesetzt und versucht, die miteinander zu kombinieren. Also bei ihm ist nicht die volle Lautstärke im Vordergrund, sondern eher die Kombinationsmöglichkeiten. Und deswegen hat sein Orchesterklang ist besonders farbenreich. Vor allem die Phrasen von Pelléas selbst sind für mich persönlich wirklich ein Vorbote eigentlich für den französischen Chanson im 20. Jahrhundert. Und haben schon so Andeutungen, was wir dann später bei Charles Aznavour oder bei Jacques Brel hören. Und ich finde es eigentlich sehr schön, weil man merkt, okay, hier ist die französische Musik ist hier in eine ganz eigene Richtung, in dieses Chansonhafte gegangen. I think it's one of the most intense operas I've ever heard, and the music is so beautiful.